Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück in Vienna. Das Wetter ist gut und wir gehen jetzt auf ein kleines Event. Es wird wahrscheinlich wieder ein längerer Vlog. Ich habe euch jetzt ganz kurz was zu erzählen. Und zwar habe ich es nie geschafft, im Sommer hier zu sein. Wir waren immer unterwegs. Diesen Sommer bin ich auch in Wien, werde ich auch in Deutschland sein. Mein Outfit, blau-weiß, BMW-Mitarbeiter heute. Kuss geht raus an Puma, das ist kurz Werbung. Hier steht Werbung oder hier. Danke. Rosewood Wine Hotel. Rosewood Hotel. Wenn ich bei dir mal Wine dabei? Keine Ahnung. Sorry? Barilla Pasta on the terrace? Upstairs? You heard anything about it? No, I don't know. We have to go first. Wir gehen jetzt ein bisschen Pasta essen. Und das ist aber ein schönes Hotel schon, ne? War hier noch nie. Warst du hier schon mal drin? Einmal to the top floor, bitte! Aber ich mag dieses Outfit, ich find's nice. Das sieht halt wirklich ein bisschen aus wie eine Arbeiterjacke, aber ich... Ja, ich weiß, was du meinst. Sieht man das? Nein, hallo. Ist das... Ach, klar, das ist first floor. Ach so, ja, zum Event da oben. Ah, okay. Ist da oben noch das Event, oder? Ich glaube schon. Danke, ciao. Danke, ciao. Ich schaue jetzt nochmal nach. Rooftop Do & Co. Haas Haus. Stephansplatz 12. Ist es nicht hier drin? Von der Haas Haus? Ja. Haas Haus ist über dem Zara, Bro. Wie bist du auf Rosewood gekommen? Falsch, oder was? Na, aber so. Nein. Aber sowas von. Ja, komm, jetzt schauen wir noch unterwegs kurz. Ey, aber jetzt schauen wir uns das schon mal an. Ja, Bro. Aber heute ist hier kein Do & Co. Event, richtig? Nein. Das gibt's doch nicht. Einfach hier. Aber wo geht man hier hoch? Hier. Ja, ja. Das ist Do & Co. Und wenn es nicht hier ist, dann... Oh my God. Do & Co. Hotel Restaurant. Also es geht doch einfacher als gedacht. Hier hoch, oder was? Ja. Ah, ja. Ist sie da? Hey, da ist so, wie geht's? Im zweiten? Ja. Bei mir auf Twitch? Ja, das ist repostet sogar. Ah ja? Ja. Aber in einer Prüfung. Ich weiß es mir schon. Dankeschön. Cool, das geht aus. Ich will keinen Alkohol trinken. Alkoholfrei? Ja, klar. Achso, der ist alkoholfrei gewesen. Nee, wir haben so und so. Dann hätte ich gerne zwei davon. Wollt ihr? Ja, ich nehme noch einen. Kenne dich! Wie geht's? Geht's euch gut? Dankeschön. Vielen Dank. Sie auch einmal. Cheers, Männer. Cheers, auf Wien, auf Sommer. Schauen wir uns jetzt mal ganz kurz die Zubereitung an, das wir am Anfang gesehen haben. Schön sauber arbeiten, gell? Das Fernsehen ist da. Genau so arbeiten wie immer. Ja. Randy wer? Randy G. Oh, shit. Yes, Sirski. Du willst mir nicht sagen, dass jeder Teller mit Pinzette angerichtet wird. Aber wir verstehen dir. Hat bis jetzt alles geschmeckt? Ich habe noch nichts gegessen. Das ist sehr schön. Ich weiß, dass viele Leute sagen, so, Pesto ist nichts Geiles. Aber ich sage euch ehrlich, für Pesto gibt es den richtigen Moment. Bisschen Nudelwasser, Pesto dazu, bisschen noch aufpeppen, dann bist du glücklich. Darf ich auch so ein bisschen selber... Wenn ich zwei Drinks hier drin hätte, wäre hier ein Rave. Was ist da drauf? Das ist gefüllte Rigatoni, ja, mit Pesto Genovese. Pesto Genovese, ja. Genau. Ich glaube, es ist was sehr, sehr Leckeres. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Zeit. Gut, kann man machen. Randy X Barilla jetzt. Ich bin jetzt die Mitarbeiter. Sind das Pinienkerne? Jawohl. Perfekt. Ich habe irgendwie gedacht, ich habe hier ein bisschen mehr zu tun. Ganz weich. Ich mag. Also so. Kräftig, oder? Aha, aha. So. Bisschen Petersilienöl noch? Jawohl. Damit es schön aussieht? Ist auch geschmacklich sehr gut. Ich könnte eigentlich Ihren Job übernehmen. So ist es. Noch mehr? Blumen. Was für Blumen? Die kann ich nicht essen. Doch. Oh, das ist... Wir sind verliebt in dich, gell? Ich hab schon den Augenzwinker gerade gesehen. Dankeschön. Bitteschön. Danke, danke, danke. Schön, dass ihr da seid. Wow. Wow. Ach. Ich habe ja gerade hier für dich frische Pasta gemacht. Mit einer Blume, weil ich dich lieb hab. Die darf man essen, by the way. Die darf man essen. Probiere. Brain is noodle. Pause. Ah, was haben wir denn da? Oh, ist gut. Wenn du irgendwo Parmesan drauf machst, gell? Ist es schon mal 10-mal besser. Das schmeckt sehr, sehr geil. Das schmeckt immer noch. Super lecker, super lecker, danke schön.
Ein bisschen zum Gewicht hier. Basilikum. Nimm's mit. Ja, brauchst du. Dankeschön. Danke, Barella. Danke. God damn. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao. Ciao. Schönen Abend hier noch. Da gab es keinen Lift. Also, ja, hier und dann. Hier ist auch ein Lift? Ja. Dann nehmen wir den. Danke. Okay. Barilla, Kuss geht raus. Blumentopf. Was ist in dieser Bag drin? 100 Pesto. Kuss geht raus, wirklich. Oh, Latin. Guck, was geht's hier? Okay. Der Sommer ist doch so schön. Das kriegst du nicht mal auf eine Linse. Und meine Linse ist sehr weit. Das ist so krass groß und beeindruckend. Ich feiere das so hart. Den Schiff, den High, den Ceiling. Oh, Baby, the ultimate feeling. Got me lifting, feeling so gifted. Sugar, you get so fly. Schaut euch das an. Das ist eine Straftat. Bei dir? Ich schwöre, ich war 4 Wochen nicht mehr Haare schneiden oder so. Oh shit, mein Geldbeutel ist runtergefallen. Treat me like what it is. Don't get me dirty. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und herzlich willkommen im wunderschönen Wien. 7. Bezirk, hätte ich sagen sollen. Wir werden heute den brutalsten Burger in ganz Wien probieren. Thiago gefragt, ich habe noch 2-3 andere Leute gefragt, wie ist dieser Burger? Die haben alle gesagt, der ist lecker. Sind zwar auch alles Freunde von ihm. Guten Tag. Tag. Burger brutal, Doppel B. Doppel B mag ich nicht so, Doppel D. War früher ein Dönerladen. Wir waren einmal dort und da glaube ich, habe ich gefilmt und da gab es Tacos. Die hatten so einen Taco Tuesday. Jetzt gibt's Burger. Burger brutal. Also den Laden von innen kennt man, Tag. Ja. Es ist. Ich finde den Laden ziemlich nice, so muss ich sagen, vom Design. Klein. Wir haben einen Classic Smash. Smash Burger brutal. No Chicken Burger. Ein brutal Chicken Burger. Und Fries. Fruitcake. Wir haben keine Zero-Getränke. Wie geht's euch, Männer? Sehr gut. So, was muss man probieren haben? Ich würde sagen Chicken und Classic. Also Classic ist Double Beef, Double Cheese. So ist es. Ja, okay. Wenn du das sagst, dann machen wir das so. Darf ich kurz wissen, warum ihr gewechselt habt? Du, einfach was Neues, weil sehen die Location ist so klein, dass wir immer was ausprobieren können. Ich mache mal den Classic vorne weg. Also was ich auch gleich mal sagen kann, ist 8,90 € für ein Double Smash ist sehr, sehr günstig. Das günstige Preise lieben wir alle. Hier muss ich mich auf jeden Fall auch verewigen. Und der meinen Zettel dann hier abholt, mir auf Instagram schickt, kriegt einen Burger. Also ich komme mit ihm Burger essen. Das wird dann ein extra Video. Der gehört jetzt uns, der Roller. Alright, ladies and gentlemen. Schaut, wir haben Pickles, gewürfelte Zwiebeln, Senf, Ketchup, Mische, 2x Fleisch, 2x Käse und Salad unten und oben unten nochmal wie so eine Big Mac Sauce sah das aus. Ich muss sagen, sieht gut aus. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ich finde die Kruste ist nicht so heftig. Aber das kann halt sehr oft auch am Fleisch liegen. Das haben wir jetzt mittlerweile schon gelernt. Aber ansonsten bin ich happy. Ich hoffe, dieser Burger ist brutal. Ich sag's dir brutal. Sonst kriegen wir ein brutales Problem. Und ihr kriegt brutal. Mir sind die Pickles ein bisschen zu dick geschnitten. Hier könnte man noch geiler verteilen. Das Fleisch, der Biss ist sehr geil. Sehr soft, es fühlt sich an nach qualitativem Fleisch. Das Bun finde ich sehr nice. Ist auch eher so ein Brioche-Bun. Man sieht es auch leicht gelb innen so. Die Soße ist auch nicht überladen. Macht Sinn auf jeden Fall, macht Sinn. Der ist schon auch sehr, sehr gut. Der ist brutal. Kennzeug. Danke dir. Dankeschön. Boah, ich finde ihn schon geil. Boah, der ist geil, Bruder. Ja, das Ding schmeckt wie ein Big Mac. Und jetzt kann ich ihn nicht mehr anheben. Warum? Sage ich euch ehrlich, Wien, langsam sind wir aufgewacht. Hä? Es gibt gute Burger. Mhm. Das ist solide. Bisschen Sauereien, man kann den. Der Burger ist nicht dafür gemacht, um den, kennst du so, Hand zu switchen. Einfach nicht machen. Unterkeule ausgelöst. Unterkeule ausgelöst. Auch wieder gleiches Prinzip eigentlich wie mit dem normalen Burger. Das sieht mir auch ein bisschen aus, als wären das so eine spezielle Panade. So ein Mix aus Semmelbrösel und Panko Flakes. Wird auf jeden Fall crunchy sein. Ist blöd heiß. Das ist ein guter Chicken Burger, Alter. Boah, der schmeckt auch besonders. Das Chicken ist irgendwie geil eingelegt. Schaut mal die Farbe hier an. Seht ihr das Chicken, wie schön Paprika, rötlich, braun das ist? Und ich sage euch ehrlich, sehr gut. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich mehr beim Beef. Okay. Dieses Chicken gibt mir schon so ein bisschen so Popeye, so richtiges Fastfood-Chicken, geile Panade, die schmeckt auch eigen, also da haben sie sich schon was gedacht. Ich hab's noch nicht raus. Was es ist, ist aber auf jeden Fall pikant paprikaig gewürzt. Ist ein geiles Ding. Hätte ich mal gerne einfach nur mit dem Brot. Das Chicken und das Brot, simpel.
Okay, dann wartet dort. Wir sind in 10 Minuten bei euch. Also, Ladies and Gentlemen, ich habe jetzt da drin auch nochmal gefragt. Pankoflex hatte ich richtig, Paprika hatte ich richtig, dass sie in Muttermilch, wollte ich sagen. In Buttermilch eingelegt wurden. Ich fand das Chicken sehr, sehr geil. Das Chicken war sogar mein Highlight. So einen guten Chickenburger isst man einfach ein bisschen seltener. Super solides Ding, das Chicken würde ich mir safe nochmal reinfeuern. Solides Ding. Ich muss sagen, letztens hat mich jemand gefragt, er wollte Burger essen gehen und hat mich halt so gefragt, hey, wo kriege ich gute Burger in Wien? Ja. Vor 2 Jahren wäre mir eine Adresse eingefallen. Jetzt, Bruder, ich habe ihm 4 Burger gesagt, aber 4, wo ich mit Herz sagen kann, die sind echt gut. Wir sind stolz. Also wirklich, ich sag, die Burger, die waren brutal. Erstmal ist jetzt eine gute Zeit, ein Like und einen Kommentar da zu lassen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann mal ein schönes Abo da reinklatschen. Oh, einmal fairer Dönerspieß. Bevor wir die Menschen begrüßen, erstmal fairer Dönerspieß einmal anschauen. Schaut euch diesen wunderschönen Spieß an. Yes, es geht. Ich wollte was geht. Der Chef. Oh, sorry. Alles gut? Was geht? Was geht? Ja! Habt schon gegessen, oder? Wie war's? Brutal. DJ muss sagen, auch mal im Game. Ich scheiß mich an. Nein, du machst den Mund. Schau mal hier, richtig geiles Bier. Wir sind im Praterwirt. Wir kriegen das im Tank. Und du siehst da schon diese Säcke drinnen. Das wird so unpasteurisiert. Normalerweise wird das noch mit viel Kohlensäure dann im Lokal aufgespült. Ja. Ganz minimal. Aha. Und eisgekühlte Gläser, was bei, keine Ahnung, 34 Grad heute, wird uns das Bier noch vielleicht 3 Sekunden länger kalt haben. Okay. Metzgertheke. Metzgertheke. Käsekrein ist eins der geilsten Sachen der Welt. Ja, aber hier, der ist so super crunchy. Ich mag das auch, wenn die im Wischestand schon diese leichte angebrannte. Ja. Muss. Ja, ja, ja. Muss. Für mich auch. Das ist der Jizz vom Käse. Ja, genau, genau, genau. Was passieren? Ja. Wien, Berlin, Köln, Linker. Prost. Schön, dass ihr alle hier seid. Saufen. Ja, ne. So eine Klassenfahrt. So Männerschule, Klassenfahrt. Bisschen asozial auch. Bro, du bist ein bisschen spät in den Stimmbruch gekommen. Ja, genau. Es fühlt sich nicht an, als würde ich mit Carlo reden. Ich hoffe, es ist bald wieder normal. Ich auch. Schön tief, oder? Ist männlich. So fliege ich nicht mit dir nach Perfekt Georgien. Perfekt für Georgien zum Zwiebeln und Fleisch essen, Dicker. Komm. By the way, das ist das erste Mal, dass hier ganz Cologne mit Berlin ist. Crazy. Guten Tag. Oh. Ragazzi, haben wir wieder was Gutes für euch gefunden. Metodo Classico direkt aus Sizilien. Marsala, ragazzi. Mit dieser Hitze von heute, alle sind am Schwitzen. Dann gehen wir in Sizilien, ragazzi. Grazie, grazie. Ja. Hat jemand einen Espresso? Oh. Espresso Randini bestellt? Espresso Randini. Nehmt euch was. Hey, kam schon. Ich hab euch schon. Ich hab die Straße gegeben. Wer hat noch nicht? Wer will noch? Oh. Geil. Alle auf einem Haufen, ne? Besser wird's nicht. Genau. Willst du schotten? Jedes Jahr. Oh mein Gott. Randy, komm, du musst dich hinter der Kamera verstecken. Unter 4 Lieblings-YouTuber warst auch du gemeint. Die zwei, die Empfehlung hier für den Laden ausgesprochen haben, sind dann auch einfach da. Danke, sagen, dass ihr mir am Abend vor der Couch die. Danke dir, Bro. Ho, Sandy. Auf Sandy. Auf Sandy. Cheers. Auf Sandy. Also ich glaube, war der eiskalt? War der eiskalt? Ich glaube, ich bin die korrekteste Zuschauerbegegnung meines Lebens. Ja, no joke. Danke, Bro. Wer hat den Burger gemacht? Der Xaver. Xaver? Ja. Der ist brutal. Also, ne? Hast du es? Ja, war klar.